Also ich hatte damit gerechnet, aber nicht so schnell eigentlich. Wir müssen jetzt gerade mal einen Notstopp hinlegen, und zwar das ziemlich gequietscht aus dem Motorraum. Für die nächsten 4 Tage habe ich jetzt einen neuen Low-Budget-Buddy an meiner Seite, und zwar Hauke, mein Schulfreund. Und wir werden jetzt von Nador aus bis nach Tanger zur Fähre die letzten Tage hier in Marokko zusammenfahren. Und wir beide gucken uns jetzt noch mal ein bisschen das Riffgebirge im Norden an. Ja, ich bin Hauke, ich bin 22 Jahre alt, komme wie gesagt auch aus Flensburg und habe jetzt gerade meine Prüfung fertig. Entziehe mich mit gemütlichem Autofahren und ein bisschen dem Prüfungsstress. Das ist eigentlich ganz der perfekte Ausgleich zum Arbeitsleben so zu Hause. So, wir haben jetzt einen schönen Schlafplatz gefunden für die erste Nacht. In den Bergen, ungefähr auf 1000 Metern. Gleich Hauke's erster Schraubeinsatz hier. Uns ist nämlich die Halterung von den LED-Scheinwerfern gebrochen. Und er hat uns von zu Hause eine schöne selbstgemachte mitgenommen, die wir jetzt tauschen können. Wir müssen jetzt gerade mal einen Notstopp hinlegen, und zwar hat das ziemlich gequietscht aus dem Motorraum und ordentlich geraucht. Wir sind jetzt zu dem Schluss gekommen, dass das die Klimaanlage ist oder der Klimakompressor, wo der Keilriemen rübergezogen wird, was blockiert oder sowas. Wir sind jetzt am Überlegen, ob wir den Riemen einfach runternehmen können. Wir haben nur hier die Spannrolle und am Motor die Rolle. Eigentlich dürfte das kein Problem sein, wenn wir den Riemen einfach runternehmen. Wenn das mal wieder so einfach gehen würde. So, wir sind jetzt fertig. Wir hatten einen großen Schock. War letztendlich doch ein kleines Problem. Das hier ist das ist nicht unbedingt der Übeltäter. Vielleicht liegt es auch am Klimakompressor. Aber wir haben jetzt den Riemen abgenommen und uns haben ein paar freundliche Bauarbeiter geholfen. Und jetzt sind wir happy. Jetzt ist das Problem gelöst. Ich hoffe, es kommt kein neues dadurch. That's it. In all Morocco. Yes. Back to 13th century old. 1,000 people work here, but work just in morning, but in afternoon we go in souk for bringing the leather. So, wir sind jetzt gerade in Fes, haben uns mal durch die Ledershops hier leiten lassen auf eine Dachterrasse und haben jetzt hier hinter uns, beziehungsweise unter uns, die alte Gerberei. Okay.
weiß nicht, ob man gerade sieht, dass wir so ein kleines bisschen angespannt sind und fahren gerade durchs Riffgebirge und uns wurde die Straße zu langweilig. Eigentlich haben wir nur wenig Zeit und wir wollen schnell vorankommen und mehrere Orte sehen. Wir fahren deswegen nicht ganz so viel Offroad. Jetzt kriegen wir aber gerade unsere heutige Dosis, weil wir sind in so einen Waldweg, Klotterweg reingefahren. Dann nach 2 Kilometern oder sowas haben wir dann das erste Mal umgedreht, weil wir erstmal so ein kleines bisschen überrascht waren. Also ich hatte damit gerechnet, aber nicht so schnell eigentlich. Und zwar sind wir auf die erste Hanfplantage gefahren. Jetzt fahren wir aber gerade immer weiter rein, beziehungsweise jetzt sind wir schon wieder auf dem Weg raus, glaube ich. Es war gerade eben noch doller. Soweit man gucken konnte, war nur noch Gras zu sehen. Ja, also große Plantagen und die Bauern dazu. Waren erst so ein bisschen skeptisch wegen der Bauern, weil die haben so ein bisschen grimmig geguckt, die Farmer, die da angebaut haben. Die sind aber alle offen und freundlich wie der Rest hier in Marokko. Ja. Bonjour. Was ist das hinten mit der Stoßstange? Stück noch. Stopp. Das Allrad? Ja, ich brauche mehr Schwung. Aber du hast Allrad an? Ja, ja. Jetzt muss ich es hochschaffen. Jetzt musst du es hochschaffen. Hast du mal seit langem wieder mit Handbremse angefahren? Thank you.
Video gefallen hat, dann zeigt uns das und gebt uns einen Daumen nach oben. Und guckt euch auf jeden Fall auch die anderen Videos der Low Budget Buddies an.